Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir hören irgendwo Rinder über uns. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg hoch. Also eben haben wir sie sehr deutlich gehört. Da hatte ich ja keine Lava hingesetzt. Können wir die irgendwie triggern? Jetzt bräuchte ich Feuer und Bogen. Wenn ich schon mal hier bin. Ich frage mich ja so ein bisschen, ob die und bei uns in der Nähe immer mit Absicht gespawnt werden oder ob das jetzt Zufall war. Weil letztes Mal war es bei den Bauarbeiten bei der Straße. Oh. Hat er uns gesehen oder warum kommt er jetzt? Der hat uns gesehen. Wenn ich Pfeil und Bogen hätte, könnte ich die auch angreifen. Dann mache ich die aus der Entfernung platt. Hoffentlich haben wir das noch hier. Haben wir es noch? Ja, Bögen, Pfeile. Haben wir noch mehr Pfeile? Da noch ein paar. 14. Okay, das reicht hoffentlich. Ist er noch da? Ich habe Angst, wenn ich ihn jetzt angreife, dass der Loot den eventuell fallen lässt. In die Lava fällt. Das wollen wir ja nicht. Vier Stück. Oh, fuck. Wir haben das oben wieder aktiviert. Zum Glück verschwindet das nach einer Weile. Aber tatsächlich, die lassen keinen Loot fallen.
Ups. Oh, oh. Bloß wieder dieses Totem-Dings. Schade. Irgendwo hier müsste noch ein Pfeil stecken. Oder auch nicht. Andererseits wegen zwei Pfeilen jetzt noch ein Ufris machen. Scheiß drauf. Unfall. Was? Unheilvolles Banner. Die kann man sich bestimmt auch aufstellen. Klar. Okay, das waren jetzt also vier Stück. Wir brauchen die Dinger jetzt. Zack, und das. Und ich. Ab ins Bett, ey. Oh, willst du mich verarschen? Menu. So, hier unter muss irgendwo diese Arena dann sein. Da, die zwei Türme sind doch wohl. Gucken wir uns das doch nochmal an hier. Mittig gehen wir hoch. Bla 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 bla. Und links. Kämen wir da an. Müssten wir ankommen. Das heißt, der Turm könnte uns eventuell dahin führen. Eventuell. Die Bude wollte ich zwar eigentlich nicht, aber gut. Hier ist auch ein Bett. Oh. Wollte ich schon die Katze erschlagen. Dummli dummli dumm. Bei meinem Glück ist da oben wieder ein Creeper. Oh, Schweinjagd. Noch ein paar Gratispfeile.
dann durch. So, hatten wir noch ein Stack Eisen hier ready? Jo, oder können wir... zack. Das jetzt auch machen, zack. Okay, mal gucken, wie viele Zäune wir da jetzt bei rauskriegen. Oh, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. So. Nehmen wir auch noch einmal. Komm, nehmen wir mit. Können wir da wieder befüllen. Nehmen wir das andere Ding auch noch schnell mit, wenn es schon gratis da rumliegt. Oh, ein Zaun. Nehmen wir mit. Ja, im Prinzip brauchen wir erstmal nichts weiter. Maschine einfach wieder nach unten. Die müssen auch durch Wände sehen können, sonst werden die nicht an der Ecke bei dem Turm gewesen. Theoretisch kann ich hier auch gleich durchmarschieren. Bum, bum, bum. So. Okay, dann brauchen wir noch die Lücke, die wir zuschließen müssen. Ich überlege, ob ich diesen Übergang noch lasse, weil wir hier, ob ich das nicht gleich gemacht habe, hier kommen wir viel schneller wieder nach oben. Oh, das wird hier noch ein Haufen Arbeit. Das ordentlich zu machen. So viel wird da gar nicht überbleiben, ey. Okay, 32 Zäune bleiben über. So, hier können wir rausmarschieren. So, gehen wir erstmal runter wieder.
Theoretisch könnten wir auch erstmal die Eimer noch mit Lava befüllen. Den müssten wir erstmal vernichten. Alter! Was explodieren die denn alle fast schon wieder so schnell? Aus wie so ein Fischmensch. Und nicht wie ein Zombie. Gut. Machen wir erstmal wieder ein Folgenpäuschen, spitz wieder gemächlich. Wie ist denn hier?